Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid da und mental online. Dieses Netztalk ist etwas, was mein Herz sehr betrifft. Es ist über eine Person, er ist über eine Person, die ihrem Herzen in zwei Wegen, auf zwei Weisen gefolgt ist. Zu erkennen, dass sie transgender ist, und das andere ist ein politischer Tat, nämlich Dokumente zu veröffentlichen, geheime Dokumente, und das Risiko auf sich zu nehmen, einen hohen Preis zu zahlen, und sie tat, was sie tun musste. Dieser Talk ist also über sie. Und geben wir nun weiter. Ja, willkommen auch zu unserer Übersetzung hier für den Talk, der Fall Chelsea Manning. Ihre Übersetzer sind Sebastian und Philipp. Also es geht um Chelsea Manning, die jetzt gerade in Gefangenschaft ist durch das US-Militär in Fort Leavenworth in Kansas. Ihr Name ist Chelsea Manning, eine junge Transgender-Whistleblowerin aus den USA, die im Sommer 2013 zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, dafür, dass sie Dokumente an US-Medien weitergegeben hat. Die Opfer von Verbrechen und Missetaten, die enthüllt wurden, sind nicht US-Wählerinnen. Die Entscheidungen haben keine Auswirkungen auf die Profite von Technikfirmen im Silicon Valley. Aber es gab Auswirkungen von Tunesien bis Berlin. Wie effektiv auch immer die US-Propaganda in Bezug auf Manning war. Und es war eine sehr wirksame Propaganda. Die Dokumente, die veröffentlicht wurden, wurden als mittel bis leicht riskant eingeführt. Die Verurteilung ist unter der. Es geht um. Es ging in dem Fall um 240 Dokumente, von denen viele gar nicht geheim gehalten waren. Viele Menschen in Behörden und in Subunternehmen hatten Zugriff auf diese Dokumente. Zum Beispiel Malaria-Nachrichten aus Kingston, Jamaica. Niemand wurde durch die Veröffentlichung dieser Dokumente beschädigt. Die Dokumente enthüllten massenhafte zivile Opfer durch US-Armeen in Afghanistan. Dass mehr Kinder, als wir wussten, im Gefängnis Guantanamo Bay gefangen gehalten wurden. Todesschwadrone in Bangladesch und noch vieles mehr. Manning hat uns mit ihrem Leben vertraut, als sie an so gewissen appellierte, und sie hat ihre eigene Hoffnung auch erzeugt. Und vieles hängt davon ab, von der Hoffnung, die wir jetzt für sie erzeugen können. Und wir werden jetzt zwei offenstehende rechtliche Fragen mit ihren Anwältinnen diskutieren können. Hier sind sie in einer Online-Verbindung. Nancy Hollander, die im Moment auf dem Weg zurück zu uns ist, eine Zivilrechtsanwältin, die Gefangene in Guantanamo Bay repräsentiert und mit dem Supreme Court zu tun hat. Und ein Rechtsprofessor, der im Ahmed Gapur counterterrorism and computer hacking cases. Gapur is also the attorney to the imprisoned American journalist Barrett Brown, currently awaiting sentencing in Texas. Auch Anwältin für den Journalisten Barrett Brown. Chris Tranzio ist bei der American Civil Liberties Union of incarcerated trans people. Spezialisiert auf die Verteidigung von gefangenen Trans-Menschen. Nancy hat offenbar ein technisches Problem. Ich werde jetzt Chase fragen, kannst du sagen, was es bedeutet, dass Chelsea Manning trans ist und dass sie das Verteidigungsministerium verklagt, um richtige Behandlung zu bekommen?
So, we can't hear you. Wir können dich leider nicht hören. Also versuchen wir erstmal herauszubekommen, was da los ist. Can you hear us? Oh God. Oh meine Güte. Nein, das ist nicht aktiv. So, can you say something? I think I heard somebody. Ich glaube, ich habe jemanden gehört. Can you say something now? Can you say something, please? This, yes. This is Chase. Thank God. This is Chase. Can you hear Chase? Könnt ihr Chase hören? Chase, please tell us, what does it mean when Chase, Manning bitte says that she's a sag trans? Uns, was bedeutet es, wenn Chelsea sagt, dass sie trans ist und dass sie das Verteidigungsministerium für korrekte medizinische Behandlung verklagt? Chelsea war ihr ganzes Leben trans. Das heißt, auch wenn sie ein männliches Geschlecht bei der Geburt zugewiesen bekam, hat sie sich immer als, war sie immer eine Frau, eine, war sie immer weiblich. Sie hat eine weibliche Geschlechtsidentität und im Zusammenhang mit ihrer männlichen Geschlechtszuweisung und ihrer weiblichen Identität hat sie wesentlichen Stress erfahren und dieses hält auch noch an. Und dieser medizinische Zustand, mit dem sie diagnostiziert wurde, heißt Gender Dysphoria. Und dies ist ein weit anerkannter medizinischer Zustand. Trotzdem hat das Militär weiterhin dieses nicht anerkannt, die Notwendigkeit der Behandlung. Sie wurde diagnostiziert im Jahr 2010 und bis seitdem mehr als 7-mal diagnostiziert mit Gender Dysphoria. Und am Tag nach ihrer Verurteilung hat sie dies öffentlich, hat sie sich als trans öffentlich bekannt und hat gesagt, dass sie Behandlung sucht. Obwohl dies nun ihr erster öffentlicher Bekanntgabe war, war dies seit über 3 Jahren dem Militär bekannt, dass sie trans ist. Ja, Entschuldigung, eine Ablenkung hier. Also sie hat, als sie in Fort Leavenworth in Kansas ankam für ihre Gefangenschaft, das Erste, was sie tat, war, um Behandlung zu bitten für Gender Dysphoria. Und dies enthielt eine Therapie, um ihren Körper zu verändern, sozusagen mit ihrer Identität. Und behandelt und Körperpflege nach weiblichen Standards zu erhalten. Nun wurde entschieden, dass dies nicht behandelt würde, obwohl Gerichte in den USA regelmäßig der Meinung waren, dass die Nichtbehandlung von Gender Dysphoria eine Verletzung des Rechtes von Gefangenen ist. Es war von Anfang an klar, dass das Militär hier eine Position einnehmen würde, die wir als verfassungsfeindlich oder als Verstoß gegen die Verfassung ansehen, obwohl das also seit 3 Jahren bekannt war. Und sie kämpft weiterhin für ihre Behandlung. Das Erste, was sie tat bei Ankunft in Fort Leavenworth, war danach zu fragen. Sie hat Beschwerden eingereicht, sie hat alles in ihrer Macht getan, um die Behandlung in Gang zu setzen. Das, was sie als von zentraler Bedeutung für ihr Überleben ansieht, also in ihren eigenen Worten, ist dies das wichtigste Ding für sie, mehr noch als die Berufung gegen ihre Verurteilung, vom Tag der Verurteilung an. Und sie kämpft weiter dafür, und als klar war, dass das Militär sich nicht bewegen würde und ihren Zustand nicht ernst nehmen würde, haben wir an die American Civil Liberties Union appelliert, um sie formal zu repräsentieren in einem Gerichtsfall gegen das Verteidigungsministerium. Chelsea hat also diesen Kontakt initiiert und wir begannen die Vorbereitungen, um einen Fall einzurichten und die Verteidigung zu organisieren, um Verteidiger zu organisieren gegen die Menschen, die zuständig sind für medizinische Behandlung, damit sie also mit den verfassungsrechtlichen Verpflichtungen der Armee, dass sie denen nachkommen. Könntest du uns helfen zu verstehen, wie möchte Manning repräsentiert werden? Wie möchte sie angesprochen werden? Könntest du das gerade für uns klären, für die Öffentlichkeit, weil es eine gewisse Verwirrung im Allgemeinen gibt? Ja, ich denke, das Wichtigste ist für Chelsea aus ihrer Perspektive, und dies war schon seit langem der Fall, dass sie eine Frau ist. Und
Diesen Kernteil ihrer Identität zu erkennen, wird als fundamental angesehen, so wie das Geschlecht für jeden ganz zentral ist. Das ist also absolut von Bedeutung für ihr Überleben. Sie, wenn sie jetzt potenziell für Jahrzehnte gefangen gehalten wird, jedes Mal, wenn ihr Bild oder irgendein Abbild von hier als männlich repräsentiert wird oder wenn man mit ihrem früheren Namen oder mit männlichen Pronomen von ihr spricht, dies ist ein weiteres Verleugnen von dem, was sie ist im Kern. Und durch, während ihrer Verhandlung, während der Festnahme, der größte Angst für sie war, dass das Bilder von ihr als Junge veröffentlicht würden. Und das macht ihr so viel Stress und sie hasst das so sehr. Also es ist sehr wichtig, dass wir sie als Frau, als das, was sie ist, erkennen. Vielen Dank, dass du das uns erzählt hast. Okay. Ahmed, du wirst uns helfen zu verstehen. Ich habe einen Monat verbracht mit einer Reise durch Spanien mit Amnesty, um Aufmerksamkeit für Mannings Verhandlungen und die unfaire Art dieser Verhandlung herzustellen. Die Tatsache, dass sie 35 Jahren Gefängnis verurteilt würde für eigentlich Berichte aus dem Schlachtfeld zu veröffentlichen, die wirklich keine große Bedeutung hatten. Also, was ist mit dem Spionagegesetz für politische Strafverfolgung in den USA? Was ist der Stand der Dinge? Zunächst mal danke, dass ihr uns hier habt und ich werde versuchen, so langsam wie möglich zu reden, einfach weil ich sehe, wie Nancy versucht hier eine Verbindung herstellt und sie möchte sicherlich, dass ich etwas Falsches sage. Also, was ist der Spionagegesetz? Was versucht dieses Gesetz zu tun? Die Absicht ist, Menschen zu bestrafen, die für Feinde spionieren, um Staatsgeheimnisse für persönlichen Gewinn zu veröffentlichen. Ah, jetzt kommt Nancy. Wir sind so froh, dass du hier bist, Nancy. Danke. Tut mir leid, irgendwas passierte. Ahmed erzählte gerade nur generell über uns, über das Spionagegesetz und wie es in politischen Strafverfolgungen genutzt wird. Gut. Mach weiter. Ich habe gesagt, wofür es eigentlich beabsichtigt war und jetzt gebe ich an dich weiter. Ja, wofür es beabsichtigt war, ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist, aber offensichtlich war es für Spione während des Ersten Weltkriegs geschrieben. Vielleicht hat das Ahmed schon gesagt. Es war ein schlechtes Gesetz von Anfang an und es ist nun ein noch schlechteres Gesetz. Das Problem ist, das Hauptproblem mit dem Spionagegesetz ist, dass es nicht das Gesetz selbst ist, wenn man das liest, aber die Art, wie es durch Gerichte interpretiert worden ist. Gerichte haben es nicht nur in Chelsea Mannings Fall, sondern auch in vielen Fällen so interpretiert, dass das Verbrechen begangen wird, wenn jemand die Absicht hat, Dokument etwas zu veröffentlichen, und zwar Informationen, die von nationaler Sicherheit sind. Es muss also nicht die USA verletzen. Es muss nicht einem anderen Land helfen. Es muss auf keinen Fall einem Feind helfen. Es muss einfach die Handlung sein, zu veröffentlichen oder mitzuteilen. Es ist also ein Verbrechen, das also strikt schon bestraft wird, unabhängig von bösen Absichten. Es gibt zwei Richtungen, in die Probleme gehen. Zunächst gibt es also keine Verteidigung des öffentlichen Interesses oder aus dem Grund des öffentlichen Interesses. Wenn man der Öffentlichkeit etwas mitteilt, was sie wissen muss, gibt es also keine Möglichkeit wie ein Insider, dass sie jemals weitergeben kann, ohne in den Fesseln dieses Gesetzes gefangen zu sein. Wenn die Regierung einfach entscheidet, dass dies eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit ist und wenn dies also Informationen der nationalen Sicherheit sind, dies ist sehr viel breiter als einfach nur geheim gehaltene Informationen. Wenn immer die Regierung entscheidet, dass es sich jetzt in der Zeit um nationale Sicherheitsfragen handelt. Ich gebe euch ein Beispiel, das vor kurzem passierte. Es gab 5 Menschen aus Guantanamo, die einen Austausch hatten, die für US-Gefangene ausgetauscht wurden.
Wir wurden in der Welt wurde uns erzählt, dass diese fünf Menschen, die wahrscheinlich Taliban-Mitglieder waren, niemals Guantanamo verlassen könnten. Sie sind also als immer Gefangene behandelt, weil die nationale Sicherheit beschädigt würde, wenn sie jemals freigelassen würden. Und dann plötzlich wurden sie freigelassen. Und die nationale Sicherheit ist okay. Also dies ist also ein bewegliches Ziel und man weiß nie, wo das Problem ist. Und jede Person, die darin gefangen ist oder die darin eingefangen wird, das ist das Problem. Das ist so schwierig in zwei Richtungen. Es ist gegen die Verfassung, es ist eine Verletzung des Rechts auf Meinungsfreiheit und wir müssen das stoppen. Das ist die Schlussfolgerung. Das ist die wesentliche Aussage des Spionagegesetzes oder zum Spionagegesetz. Ahmed, möchtest du etwas hinzufügen? Nun, ich würde nur sagen, für das Potenzial, es zu benutzen, dass die gesamte Absicht von Gesetzen ist, dass sie so geschrieben werden, dass die Regierung nicht einfach so willkürlich handeln kann, wie Nancy es gerade erzählt. Das Spionagegesetz soll nicht benutzt werden als Vehikel für Vergeltungen gegen Whistleblower. Natürlich hört es dort nicht auf. Die iranische Obama-Administration systematisiert die Kriminalisierung. Und Menschen, die in der Geschichte verurteilt wurden für Spionage, einige dieser Fälle waren unter der Obama-Administration. Die Administration ist befindet sich auf einem langen Weg. Sie hat eine neue nationale Sicherheitsbedrohung identifiziert und das ist der Whistleblower-Bedrohung. Das bedeutet, dass man hat nun eine große Macht, mit der man spielen kann. Und wenn man nun die nächste Terrorbedrohung identifiziert, würde die Regierung Ähnliches tun, um Veröffentlichungen zu verhindern. Und es kann nicht sein, dass wir einfach auf Journalisten Druck ausüben. Und Kämpfer für Transparenz und Datenschutz. Also wenn wir Gegenargumente wie öffentliches Interesse erlauben, das nicht erlauben können, dann sind wir eigentlich verarscht. Also ich möchte mit euch reden über die Möglichkeiten, die Chelsea Manning zur Verteidigung hat. Sie ist zum 35 Jahren verurteilt, in einem Militärgefängnis in Kansas festgehalten. Was für Verteidigungsmöglichkeiten hat sie? Sie kann immer zu einem Gericht gehen. Sie kann 6 oder 7 Jahre lang hat sie. Nach 6 oder 7 Jahren hat sie die Möglichkeit, das werden wir natürlich tun. Mein Partner Vince Ward und ich und die Rechtsanwälte und die Studenten von Ahmed, die daran arbeiten, für die ist also ihre Berufung das Entscheidende. Die geht an das Berufungsgericht der Armee und dann gibt es eine weitere Berufung in den Streitkräften. Und dann gibt es natürlich das US Supreme Court, das höchste Gericht, und dann. Und da gibt es dann die Position von Habeas Corpus. Aber die Idee erst auf der ersten Instanz ist, Spionage, die Regeln des Spionagegesetzes sind jetzt nicht die einzigen, die wir für sinnvoll halten. Dies ist also das längste Transkript in der Militärgeschichte, die Verhandlung. 111 Bände, jeder mit 330 Seiten. Das ist also ein riesiges Material. Es wird Zeit brauchen, das alles zu lesen, all die Beweismittel zu lesen. Einiges davon ist geheim gehalten. Wir müssen nach Washington gehen, um das zu lesen. Aber unser Fokus ist also, die allerbeste Berufung einzulegen, diesen Fall zu argumentieren und die Richter zu beurteilen, dass Chelsea kein faires Verfahren hatte. Weil es ist so, durch die Regeln des Spionagegesetzes und andere Gründe. Was sind mögliche Berufungsgründe außer dem Spionagegesetz? Naja, also die offensichtlichen, einige davon sind die Angelegenheiten ihrer Festnahme vor der Verurteilung, die Behandlung, die sie bekommen hat. Also
Wir sind der Meinung, dass dies der Folter gleichkommt, was sie dort erdulden musste. Auf jeden Fall eine unmenschliche Behandlung, die sie in Quantico bekommen hat und in Kuwait. Es gab eine Zeit, wo sie gezwungen war, nackt zu stehen in der Gefangenschaft. Es gab keine Absicht dahinter, außer sie herabzuwürdigen. Sie wurde als Selbstmordgefährdet beobachtet, obwohl das deutlich nicht der Fall war. Und das Gericht hat das wiederholt gesagt, aber das Gefängnis hat das einfach so durchgeführt. Es gab dann Verfahrensfragen. Dauerte es zu lange, bis das Verfahren eröffnet wurde. Dies ist also eine Militärangelegenheit. Es war ein Militärverfahren. Und dort gelten andere Regeln als in Bundesgerichten. Und das ist wahrscheinlich, weil Menschen im Militär sich oft bewegen. Aber es gibt auch Militärgesetze, die hier vielleicht helfen könnten in diesem Argument. Und es gibt andere Anliegen. Es gab keine Zeugen, die eigentlich da sein sollten. Das Militär kann entscheiden, welche Zeugen nötig sind und relevant sind. Und die Staatsanwaltschaft kann also auch noch hier mitreden. Das ist etwas absurd, aber so ist das im Militär, ja. Die Staatsanwaltschaft kann mitentscheiden, welche Zeugen der Verteidigung beruft. Also es gab also viele Dinge. Es gab Fragen der Entdeckungen. Was war der Wert von dessen, was sie weitergegeben hat? Unter 1.000 Dollar oder darüber? Und wie wird dies also festgelegt? Und all diese Dinge kommen dann zusammen zu einem Vorwurf, der also sich zusammengezählt hat. Und es gibt viele, viele Fragen. Und wir werden entscheiden, welche diejenigen sind, die wir in unserer Berufung verwenden wollen. Und dies wird also mit der Zeit passieren. Was hat dich zu diesem Fall gebracht? The litigation clinic that you direct at UC Hastings is actually now working with the defense. Die Rechtsklinik, die du jetzt betreibst, ist jetzt mit diesem Fall beschäftigt. Wie bist du zu diesem Fall gekommen? Ich kam zu diesem Case. Nun ja, jeder weiß über diesen Fall. Ich werde es nicht sagen, weil es dann rausgibt, wie alt ich bin. It's a great case for students because it's an es ist ein großartiger Fall für Studenten, weil wir über die Themen reden. Und das ist ein Fall, der alles abdeckt, was unsere Rechtsklinik tut. Und es bedeutet, dass wir uns auf die Zukunft der Technologie fokussieren. First real broad dragnet type of investigation. Der erste breite Fall von Rasterfahndung. So hopefully we'll be doing some work on that too. Von Rasterfahndung. I think this is probably one of the most important cases. Das hier ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten Fälle, den es zurzeit gibt, für eine große Menge an Gründen. Nicht nur wegen den verfassungsrechtlichen Gründen des Spionagegesetzes, sondern auch für die Nachricht, die es senden soll. Und leider fiel diese Nachricht auf taube Ohren. Nancy hat über den alles davor gesprochen, dass sie ihre Unterwäsche weggenommen. Did Manning being transgendered or did transphobia in general impact her court martial and how so? Hat Chels Mannys Transgender-Status oder die Angst davor den Einfluss auf das Gericht gehabt? Die Probleme sind sicherlich nicht begrenzt auf Transgender People, aber da auch viele die Öffentlichkeit nicht wusste, dass Manning Transgender war, wusste das schon das Gericht und das hat sie schon in vielen Dingen beeinflusst. Und das hat halt einen sehr, sehr wichtigen Teil ihrer Identität
vernachlässigt. Und das hat ihr durch das Gericht einen großen Stress verursacht. Und das Gericht hat nicht geglaubt, dass es diese schrecklichen Bedingungen überlebt, aber es hat es und transgender people in prison and, you know, outside of custody experience all the time. And this was something that Chelsea herself experienced. Das ist etwas, was Transgender People auch außerhalb einer solchen Situation täglich erleben. Und das ist auch, worunter Chelsea gelitten hat. Dieser Teil ihrer Identität ist so wichtig, und ist auch so wichtig, dass sie eine ordentliche Behandlung bekommt in diesem Kontext. Und deshalb kämpft sie für eine Wiederaufnahme. Und das ist schon eine große Aussage über, was für eine Person sie ist, neben den Sachen, die sie sowieso getan hat. I just want to interject here. I have never seen a more earnest and thoughtful. Ich möchte hier noch was dazu sagen. Ich habe nie eine ernsthafte und ehrliche und she deserves every person's support. Person getroffen, und sie verdient jegliche Unterstützung, die wir geben können. I wanted to talk to you, Ahmed, about your other client, Barrett Brown. Ich möchte mit euch über euren anderen Klienten reden, Darren Brown. Er war nicht mit den gleichen Gesetzen wie Chelsea verursacht. Aber er wurde unter dem Computer Abuse Act angeklagt. Computerbetrug und Missbrauch. Barrett Brown ist der Name. Und was bedeutet dieses Gesetz? Of course, the law doesn't explain what without authorization means. Es verurteilt den unrechtmäßigen Zugang zu Computern, aber es definiert natürlich nicht diesen unrechtmäßigen Zugang. As the way of things go, the criminal conduct covered by the statute. Wie ist es halt nun mal? And so what we have now is a CFAA or the Computer Fraud and Abuse Act, where creative prosecutors can take advantage of the confusion ist, wo Ankläger dieses ausnutzen können, um Sachen zu verurteilen, die nicht wirklich über Hacking oder sind. Und sie können alles anklagen, was die Ankläger nicht mögen. In the Manning case, the government essentially argued that writing a script to do something efficiently was exceeding authorized access. In dem Manning-Fall war es zum Beispiel, dass sie ein Skript geschrieben hat, das den unrechtmäßigen Zugang bedeutete. But compounding the problem is the sentencing issues with the Computer Fraud and Abuse Act, because das Problem sind die Verurteilung in dem Computer Abuse Act, which of course is disastrous. As for Barrett's case, so Barrett. Nun, was Barretts Fall angeht, Barrett hat absolut keine Computerkenntnisse. Die ganze Welt weiß, dass er ist ein Journalist und berichtete über den zufälligen Cyberwar zwischen den USA und Anonymous, der Netzbewegung oder Netzgruppe. Das war natürlich kein erklärter Krieg, und es handelt sich nicht um eine Gruppe wie die Taliban oder irgendwas, das absolut nicht. Also zur Zeit des vorgeworfenen Verhaltens fand Barrett es ging es um Forschung an öffentlich zugänglichen Materialien. Project PMs Berichte gingen über die Militär-Subunternehmen. Were exfiltrated by Jeremy Hammond, amongst others. And by others, I mean including the FBI, because Sabu was involved, and he was an FBI informant who essentially ran
many of those operations. But that's a whole other story. So the files contained revelations about close and inappropriate ties between the government security agencies and private contractors. Es ging also um enge und unangemessene Verbindungen zwischen den Regierungsstellen und Subunternehmen. Und es ging um of the internal company documents that Stratfor, of course, forgot to encrypt. Es ging um Dokumente, die Subunternehmer Stratfor vergaß zu verschlüsseln. That's not really what he's into, but it was of great interest to the government because in December of 2012 he was charged with 12 counts related to identity theft. I should mention. Im Jahr 2012 wurde er verurteilt für 12 Fälle von Identitätsdiebstahl, denn das ist also die rechtliche Grundlage, um die hier verwendet wurde. Dieses Gesetz enthielt also zwei Gesetze, die vorher schon bestanden. Und es ging zunächst um einen Hacking-Gesetzesverstoß. Letztendlich ging es aber um das Kopieren und Einfügen einer Webadresse. Letztendlich war also gab eine Website, die eine komprimierte Datei enthielt, die einen Hack enthielt. Dies war also Information, die bereits in der Öffentlichkeit war. Und was Barrett Brown tat, war nichts anderes als Nachrichten zu sammeln. Und hier wurde letztendlich Journalismus kriminalisiert. Zwei Wochen danach hat die Regierung selbst einige dieser Anklagen fallen gelassen. Die Verurteilung wurde für einen Monat verschoben. Das ist ein sehr, sehr, sehr langer Fall, der hier geht es um jemanden, der das Programm WGET versucht hat, um Dokumente herunterzuladen. Und der Richter, die Richterin hat also nicht so richtig gesagt, was ihre Betrachtungsweise war. Es schien so zu sein, ob sie entschied, dass es darum ging, dass Manning ihre Benutzungsrichtlinie für das Netzwerk des Verteidigungsministeriums verletzt hat durch die Benutzung des Programms WGET. Und dass sie ihre Sicherheitsfreigabe überschritten hat. Und es gab also hier keinen normalen Prozess gab, mit WGET 116 Mitteilungen herunterzuladen. Es scheint sich hier darum zu handeln, dass das im Fall von Chelsea Manning eine Hacking-Anklage fabriziert wurde, wo kein Hacking vorhanden ist. Es gibt es also eine Tendenz hier, wird hier der Vorgang des Hackens mit diesem Gesetz verfolgt oder wird hier Veröffentlichung und Mitteilung von Dokumenten verfolgt? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und das Problem ist, es geht letztlich um Konfusion. Also immer wenn es ein Gesetz gibt, das irgendwelche verwirrenden Ausdrücke enthält oder unklar ist in Konzepten, die es enthält, wie wo es Computern geht, dann wird man wirklich kreativ im Umgang mit dem Gesetz. Und dieses Ding, was also WGET heißt, ist wirklich ein automatischer Prozess, um Informationen heraus von einem Server zu erhalten. Es ist einfach nur ein Skript, das also das Klicken auf Weblinks automatisiert. Es ist kein Einbruch in einen Server. Und wenn man diese Geschichte nun einem Richter, einer Richterin erzählt, der oder die einfach sehr früh geboren wurde, bevor die Idee von Computern jemals existierte, dann kommt man in Situationen, wo unglücklicherweise man sich verlässt auf was immer also die Aussagen sind. Und auf der Gegenseite ist es so, wir reden jetzt nicht nur über den Manning-Fall, sondern generell, wir sehen solche Sachen in allen möglichen Fällen, wo es um Hacking geht, technische Verbrechen auch, aber Verbrechen gegen nationale Sicherheit und Terrorismus. Wenn ich Dinge weitergebe, bin ich kein Terrorist. Und wenn ich jetzt irgendeine Unterhaltung mit meinen Eltern auf Arabisch weitergebe und das geht vor einen Richter und der Richter sagt, das ist vielleicht jetzt irgendwie kodiert und niemand versteht, was die Bedeutung der Unterhaltung ist. Das Nächste, was dann vielleicht passiert, ist, dass man schon verurteilt ist. Und das sind also diese Parallelen zum Hacking-Fall.
Ich würde dem Publikum gerne viel Zeit geben zum Stellen von Fragen. Ihr solltet euch jetzt schon aufstellen, ein Hinweis, weil viele Leute viele Fragen über den Manning-Fall haben. Und es gibt Menschen, die sich darüber wissen müssen. Also stellt euch schon mal auf. Ich wollte aber noch fragen, Chase, die ACLU, die American Civil Liberties Union, bezahlt ihr nun für deine Arbeit, nicht wahr? Ja. Wie können Menschen Manning unterstützen in ihrem Fall gegen das Verteidigungsministerium? Also eine der wichtigen Dinge ist, ich sage das gleiche immer wieder, aber eine der wichtigen Dinge, Chelsea zu unterstützen, ist generell weiterhin ihre Geschichte in der Öffentlichkeit zu erzählen, so viel wie möglich und zentral auf die Tatsache sich zu konzentrieren, dass sie Chelsea ist, dass sie eine Frau ist, denn das ist Teil, ein wichtiger Teil der Geschichte. Wir wollen, dass dies nicht verloren geht. Das ist etwas, einer der wichtigen Dinge, mit dem wir sie unterstützen können. Ihr diese Hoffnung geben und Optimismus geben, den sie braucht, um den Kampf fortzuführen für eine möglicherweise sehr lange Zeit. Und das andere, was Menschen tun können, ist, Kampagnen zu organisieren und an das Verteidigungsministerium zu appellieren, die neuen Verteidigungsministerinnen, wenn sie bestätigt werden, damit Chelsea die Behandlung bekommt, die sie verdient, die sie braucht. Es gibt nun keinen Grund, das nicht zu tun, ihr die Behandlung zu verweigern. Es ist also letztendlich ein politisches Thema, dass sie ihrem Bedarf nicht nachgeben wollen, teilweise weil Menschen nicht denken, dass Transgender-Leute nicht legitim sind. Das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass sie Chelsea nicht mögen. Und wir müssen also weiterhin an sie appellieren und ihnen sagen, dass die Öffentlichkeit weiterhin Druck ausübt, um die Behandlung zu geben, die nötig ist. Und das ist Behandlung, die in allen möglichen Fällen nötig ist, aber die überhaupt kein Risiko für die Regierung darstellt. Also die Öffentlichkeit hat ja eine Menge von Macht in diesem Fall und in diesem Punkt und sollte weiterhin an das Verteidigungsministerium appellieren. Das wird also wirklich von entscheidender Bedeutung für ihr Überleben sein. Das ist also etwas, an das man immer denken sollte. Nancy, ich weiß, dass ich appelliere an Menschen, zu spenden für Mannings Verteidigungskasse. Es ist nicht einfach, sich zu verteidigen, wenn man ein Whistleblower ist. Also Chelsea.org, war das richtig? Also geht es um rechtliche oder um emotionalen Beistand oder um was? Ja, ich bin mit Chase einer Meinung, es ist wichtig, all diese Dinge zu tun. Es ist wichtig, Chelseas Fall am Leben zu halten. Alexa, du und ich, wir waren in Spanien für eine Woche und haben mit Leuten über Chelsea gesprochen. Chelsea hat also hunderte oder tausende Briefe bekommen. Ich hoffe, es gab genügend Briefe, sodass das Gefängnis geradezu überschwemmt wurde. Und sie braucht diese Unterstützung. Wir brauchen diesen Support. Die Adresse ist chelseamanning.org, in einem Wort, Chelsea Manning. Wir arbeiten an diesem Fall und wir arbeiten wirklich Vollzeit an diesem Fall. Wir sind Privatanwälte. Wir können das nicht so tun wie die American Civil Liberties Union. Wir können das also nicht kostenlos tun. Wir brauchen diese Unterstützung. Dies ist ein langer Fall. Und wir müssen diesen Fall am Leben erhalten. Wir müssen Leuten weiterhin sagen, dass dies eine durchaus berechtigte Berufung ist. Wir haben hier durchaus berechtigte Anliegen, die unbedingt vom Gericht gehört werden müssen. Und Chelsea muss gewinnen. Und dies kann nur passieren, wenn wir unsere Arbeit tun können und wenn Menschen diesen Fall am Leben erhalten können in der ganzen Welt. Und das ist also das, was wir Leuten sagen, was sie tun sollen. ChelseaManning.org wird vom Unterstützungskomitee betrieben. Wir haben damit nichts zu tun. Aber sie sind diejenigen,
die unsere Arbeit unterstützen und die Chelsea unterstützen und die sicherstellen, dass sie genug Geld hat, um Zugang zu Nachrichten zu haben, Zeitungsartikeln. Und Chelsea arbeitet auch sehr hart und wir sollten das nicht vergessen. Sie arbeitet mit uns zusammen bei den Fällen. Sie schreibt regelmäßig. Sie arbeitet so hart, dass sie selbst auch überwältigt ist von den Dingen, die wir von ihr erbitten und die Öffentlichkeit von ihr erbittet. Aber es ist auch wichtig für sie zu fragen, zu wissen, dass alle hinter ihr stehen, rechtlich und moralisch und ethisch. Und ich denke, hoffe, dass ihr alle das tut und das weiterhin tun werdet. There's a question from number four. Yeah, ja, Frage Nummer vier. Civil Rights Act of 1964, that the prohibition of sex discrimination would also encompass discrimination based on gender identity, including dass das Verbot von Benachteiligung des Geschlechtes auch Transgender-Fälle beeinflussen. Im Bürgerrechtsgesetz von 1964. Nancy, möchtest du darüber reden oder möchte jemand? Chase sollte darüber sprechen. Also, ich kann hier nicht für die Berufung sprechen, obwohl ich mir vorstelle, dass das wohl hier nicht so viel helfen wird, diese rechtliche Regel. Wenn es um die Bedingungen ihrer Inhaftierung geht, rechtlich wird dies leider nicht so direkt einen Unterschied machen, denn das Bürgerrechtsgesetz hat nichts mit einem Fall auf Grundlage des 8. Verfassungszusatzes zu tun. Die Frage, ob jetzt also Transgender-Diskriminierung auch Geschlechtsdiskriminierung ist, wir sehen dort eine Veränderung im öffentlichen Verständnis, was hier falsch ist, unter Bundesgesetzgebung zumindest, hier gegen Menschen aufgrund ihres Transgender-Status zu diskriminieren. Also es gibt diese Veränderung, das ist vielversprechend, aber generell denke ich, dass die 8. Verfassungszusatz so interpretiert wurde, dass er tatsächlich auch die Behandlung von Gender Dysphoria einschließt. Wir sollten hier so in einer klaren Position sein, obwohl die Gerichte nicht unbedingt dem Gesetz folgen, wenn es um Menschen geht, die also benachteiligt werden. Das ist also die Realität. Also es geht hier wieder zum Thema der öffentlichen Unterstützung. Dies wird also genauso entscheidend sein wie die rechtlichen Dinge. Chase, möchtest du erklären, was der 8. Verfassungszusatz ist für Leute, die nicht amerikanisch, US-Amerikanerinnen sind? Dass der 8. Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten verbietet grausame und Strafen für Menschen, sowohl gilt auch für Militärgefängnisse. Es gibt sogar noch größere Schutzrechte im Militär und das hat also zu tun mit den Aspekten der Gefangennahme vor der Verhandlung. Es wird aber nicht relevant für unseren Fall sein, denn wir gehen an einen Bundesgericht, also ein Gericht im Bundesdistrikt und nicht ein Militärgericht. Aber es gibt wohl Fälle, in denen der 8. Verfassungszusatz angewendet wurde auf medizinische Behandlung von Menschen in Gefangennahme und wird fast universell von Bundesberufungsgerichten aufrechterhalten für Behandlung von Gender Dysphoria. Und deswegen hoffen wir, dass das also entscheidend sein wird, das Gericht zu zwingen und letztendlich das Verteidigungsministerium die notwendige Behandlung bereitzustellen. Hoffentlich brauchen wir hier keinen Gerichtsbefehl, sondern vielleicht tut die Regierung von sich aus das Richtige. Wir halten also den Druck weiterhin aus allen Richtungen aufrecht. Number one, please. Yeah, I was just wondering, how many years do you think this will go? Ich habe mich gewundert, wie viele Jahre das dauern wird, bis es den Supreme Court, also das höchste Gericht der USA, erreichen wird. How many years are we looking forward to? Auf wie viele Jahre müssen wir uns vorbereiten für diesen Kampf? Gefragt. Dies ist ein langer Kampf und ich kann nicht sagen, wie viele Jahre, ich kann sagen, es wird mehr als ein oder zwei Jahre sein. Wir haben zwei Berufungsgerichte. Der Prozess ist so, dass wir eine Zusammenfassung einreichen, irgendwann im Jahr 2015, im nächsten Jahr beim ersten Berufungsgericht, das ist für die Armee zuständig und dann
Die Regierung wird dann auch eine Stellungnahme einrichten. Das wird lange brauchen, denn sie werden argumentieren, dass sie das ganze Transkript lesen müssen und sie haben bisher nichts gemacht. Im letzten Jahr natürlich versuchten wir zu verlangen, dass sie nicht so viel Zeit bekommen. Dann gibt es eine dritte Stellungnahme, die wir schreiben müssen. Und dann gibt es eine mündliche Verhandlung. Wir werden also unseren Fall auch argumentieren und dann muss entschieden werden. Und wenn wir dort verlieren oder wenn die Regierung verliert, dann können wir darum bitten, dass das Berufungsgericht für das Militär diesen Fall anhört. Dies ist allerdings Entscheidung des Gerichtes, ist möglich. Es ist aber wahrscheinlich, dass dieser Fall tatsächlich angenommen wird von diesem Berufungsgericht und dann wird es wieder Stellungnahmen geben, die eingereicht werden, die geschrieben werden müssen. Und wenn der Fall dann dort auch nicht gelöst wird, dann geht es an das Höchstgericht, den Supreme Court. Dies ist wieder Freiheit des Supreme Court zu entscheiden, ob dieser Fall angehört wird. Wenn der Fall vorher verloren wird, dann werden wir natürlich alles versuchen, den Fall vor den Supreme Court zu bringen. Um also deine Frage zu beantworten, ich kann dir nicht sagen, wie viele Jahre, aber ich kann dir sagen, es ist mehr als ein oder mehr als zwei. Ich habe eine Nachfrage. Gibt es einen Unterschied zwischen dem ersten Gericht und dem zweiten in Bezug auf die Dinge, die diese Gerichte berücksichtigen, ist also das höhere Berufungsgericht, Lower Appeals Court related geht es die beiden Berufungsgerichte in den Berufungsgerichten der Armee? Gibt es irgendeinen Unterschied in den rechtlichen Fragen? Ich denke nicht, nein. Ich denke, es ist einfach nur ein Berufungsgericht und wenn man in der ersten Instanz verliert, dann geht man zum zweiten und bittet sie, das zu berücksichtigen. In allen Fällen sind wir gebunden an die Aufzeichnungen, die zunächst gemacht wurden. Das ist die Grundlage, die wir haben. Wir können nicht neue Tatsachen einreichen. Wir haben also diese Faktengrundlage und darauf müssen wir uns stützen und das ist das, was in den unteren Gerichten aufgezeichnet wurde. Wir können in einigen Fällen darum bitten, dass zurückverwiesen wird an das erste Gericht. Ob das nun passiert, haben wir noch nicht entschieden. Great, thank you. Number two, please. So this is going to be a quite personal question about Chelsea. Das ist eine sehr persönliche Frage über Chelsea. Please don't answer. Wenn sie das nicht möchte, dass dies beantwortet wird, dann antwortet es nicht. You said that she does not get the treatment she needs. Ihr habt gesagt, dass sie nicht die Behandlung bekommt, die während ihrer Verhaftung. Before her arrest, or is that something that just wasn't possible? Hat sie schon irgendwelche von diesen Behandlungen vor ihrer Verhaftung bekommen oder war das nicht möglich, während sie gedient hat? Ich nehme an, dies ist eine Frage zur Behandlung über Gender Dysphoria. Sie hatte nicht diese Behandlung gesucht vor ihrer Festnahme. Vor allem, weil das US-Militär immer noch Transgender-Individuen verbietet, ins Militär zu gehen. Also irgendwelche Cross-Gender-Ausdrücke werden verboten im Militär. Wenn sie also diese Behandlung gehabt hätte, während sie im Militär war, dann ging es nicht nur um Entlassung, sondern auch tatsächlich kriminelle Strafverfolgung. Also wer Transgender ist, hat also sehr verringerte Möglichkeiten, während er oder sie im Dienst der Armee ist. Und dies also wirkt sich weiterhin auf so viele Leute aus, die im Militär sind und die Transgender sind. Are there any questions from the net? Gibt es Fragen aus dem Internet? Yes, there are some questions. Ja, da sind einige Fragen. The first one is referring to discrimination of transgender people. Die erste kümmert sich um die Diskriminierung von transgender people. Gibt es Unterstützung für ihr Coming Out als als Frau? I'm just Ahmed's picture changed. Yes, Ahmed. Ahmed's picture hat sich gerade geändert. Das Bild hat sich gerade geändert. Ich denke, etwas, was passiert ist, ist, dass die LGBT, Lesbe, Gay, Bi, Transgender Community hat sich dieses Falls angenommen und es ist also schade, dass die LGBT Community vor ihrer Verurteilung nicht aktiver war.
also someone who, you know, was a critically important person for the United States and for the entire world. Sie war eigentlich eine Person von zentraler Bedeutung für die USA und die ganze Welt. Also es ist schade, dass die LGBT-Community nicht vorher schon laut geworden ist, bevor sie herauskam, bevor sie in die Öffentlichkeit trat mit ihrer Identität. Aber es gab da wohl einige Missverständnisse über ihre weibliche Identität durch ihre Unterstützer und das ist also etwas, was weiterhin in die Mitte der Erzählung gestellt werden muss und hoffentlich wird die Unterstützung also immer nur weiter zunehmen. Ich möchte nur etwas aus den Gerichtsaufzeichnungen hinzufügen. Nachdem man also einen Fall einreicht gegen das Verteidigungsministerium, dann gibt es also viele Puzzlestücke, die man zusammenführen muss über die, das Court-Martialing, also das Militärgericht. Eine der Dokumente, die in ihrem Schlafraum gefunden wurde, in Irak war ein wissenschaftlicher Aufsatz von einem Arzt der US-Luftwaffe, eine Studie, die hieß Flug in Hypermaskulinität. Und in dieser Studie hat dieser Luftwaffenarzt argumentiert, dass der Anteil von Transgender-Menschen höher im Militär ist als in der generellen Bevölkerung, weil Trans-Frauen, die sich zunächst männlich zugewiesen wurde, gehen vielleicht in das Militär, um mit den Problemen ihrer Gender Dysphoria, das heißt auf Deutsch Geschlechtsidentitätsstörung, habe ich nachgeschaut, damit umzugehen. Also Chelsea wurde vor ihrer Verhaftung diagnostiziert und sie wurde jedes Mal, wenn sie einen medizinischen Fachpersonal sah, diagnostiziert. Hat sie versucht, ihre Identität auszudrücken, während sie im Irak war? Ja. Es gibt verschiedene Arten, auf diese Zeit zu schauen. Sie erzählt darüber, wie sie im Irak war und was die erste Zeit war, als sie wirklich öffentlich als Frau lebte und mündlich ihr Geschlecht ausdrückte. Aber es ist wichtig, überhaupt zu sagen, dass sie ihre Es gab Fälle in den Zeiten, in denen sie ihre Identität ausdrückte, ohne dass das richtig erkannt wurde. Und man kann also nicht unterschätzt werden. Sie war immer eine Person, die nicht konform war zu ihrer männlichen Identität. Sie hat außerdem unter der Don't Ask, also sag nichts und werde nicht gefragt, Richtlinie des Militärs existiert. Und sie hat also versucht, nach diesen Regeln mit ihrer Identität zurechtzukommen. Und das enthielt also, sich anzuziehen als Frau, während sie Ausgang hatte und zu versuchen, durch intensive Forschung, was mit ihrer Identität ist, wie sie Behandlung bekommen kann. Und das ist also etwas, was sehr, sehr präsent ist in ihrer Geschichte. Und es zeigt, wie sehr das Militär sich klar war, dass es einen Bedarf an Behandlung gibt. I have a question from the European perspective to you guys. Ich habe eine Frage aus der europäischen Perspektive zu euch. Was können wir für Chelsea tun? Ihr habt das von der amerikanischen Perspektive erzählt, dass man zu dem Militär schreiben sollen und spenden soll. Aber ja gut, das können wir tun. Was können wir von hier machen, um euren Fall zu unterstützen, um Chelsea zu unterstützen? Ihr könnt weiterhin über den Fall sprechen, wie ihr das gerade tut. Ihr könnt weiterhin Leuten Bildung, Informationen geben über die Probleme, die Whistleblowers in den USA haben. Dass es also sozusagen unmöglich ist, heutzutage für irgendjemanden, der Zugang hat zu irgendwelcher Information, die die US-Regierung als national sicherheitsrelevant ansieht, diese Informationen der Öffentlichkeit zu bringen, selbst wenn diese Person tatsächlich Menschenrechtsverletzungen findet, wenn die Person findet, dass die Regierung den Geheimhaltungsprozess missbraucht, ist illegal, Beweismittel als geheim einzustufen, zu dem Zweck, Peinlichkeiten für die Regierung zu vermeiden. Dies ist eine Amtsanordnung des Präsidenten, dass dies nicht so benutzt werden kann. Aber dies passiert und wir haben das in dem Folterreport gesehen, den der US-Kongress vor kurzem veröffentlicht hat. Es gibt also einen Prozess,
Wenn jemand Zugang hat zu geheimer Information und denkt, dass diese Information nicht geheim sein dürfte, dann gibt es einen Prozess unter gesetzlichen Regeln, die Kette entlang zu gehen und zu sagen, dass die Geheimhaltung aufgehoben werden sollte. Und dies war nicht ein einziges Mal erfolgreich. Und dies ist ein Teil des Problems. Also dies öffentlich zu machen, dass Menschen fair behandelt werden müssen, dass Chelsea fair behandelt werden muss im Gefängnis, dass Chelsea kein faires Verfahren hatte, all diese Dinge unterstützen sie, während wir in dieser Berufung vorangehen. Dieser Fall muss im Fokus bleiben, er ist so wichtig. Wenn wir eine Regierung haben in den USA, die Geheimnisse schützt, und dann haben wir keine freie Gesellschaft. Und das ist also die Schlussfolgerung, die Quintessenz. Und alle müssen sich dessen bewusst sein, in der ganzen Welt. So, we have 5 minutes and we have two questions. Yeah. Number four, please. I would like ich würde gerne Nancy, alle von uns to answer me this truthfully and honestly just with yes or no. And this is a personal question. Dies ist eine persönliche Frage. Of what you have witnessed. Nach allem, was ihr beobachtet habt, vertraut ihr noch der Justiz? Oder glaubt ihr noch an Gerechtigkeit? Okay, I'm the oldest. Okay, and I'm ich bin die Älteste. Ich fange an. You are named first. Look how young they are, both Look, of them. Schaut euch an, wie jung die sind, die beiden. Ich glaube, dass es Gerechtigkeit geben kann. Ich glaube natürlich an Gerechtigkeit. Ich glaube, dass ich Gerechtigkeit möchte für alle Menschen überall. Glaube ich, dass es Gerechtigkeit geben kann. Irgendwo, besonders in den USA, ich bin nicht so sicher. Ich bin eine Straffertigungsanwältin seit 35 Jahren. Ich habe ein System gesehen, an das ich glaube, was ich glaube, dass auf dem Papier es ein wirklich gutes System ist. Ich glaube, dass das Verfahren durch eine Jury, durch Geschworene gut ist. Ich glaube, dass ein System, in dem eine Konfrontation nötig ist mit Zeugen, das ist unterschiedlich zum europäischen System. Ich glaube, dass das ein wirklich gutes System ist. Aber ich habe zu viel gesehen inzwischen und ich bin nicht sicher, dass die Menschen, die Probleme haben mit ihrer Geschlechtsidentität oder Probleme mit den Regeln der nationalen Sicherheit, irgendwelche, die Moslems sind in den USA, die Minderheiten sind in den USA, ich glaube nicht, dass irgendwelche dieser Leute Gerechtigkeit bekommen mit dem System, das heute existiert. Und das ist sehr verstörend. Ich arbeite weiterhin dafür und ich werde das weiterhin tun. Wir müssen diesen Kampf einfach fortsetzen, diese Anstrengungen. Rechtsanwälte insbesondere haben eine sehr, sehr große Macht. Wir haben die Macht, Veränderungen herbeizuführen, und das müssen wir weiterhin tun, diese Macht zu benutzen. Thank you. We have a very last question because we are running out of time. Number two, please keep short. So it's somewhat related to the last one, but es ist ein bisschen in Verbindung mit der letzten Frage. Ihr habt dann viel Zeit damit verbracht, uns über das Spionagegesetz zu erzählen. Warum glaubt ihr, dass es dieses Mal funktioniert mit den Repeal? Ich habe keine Wahl. Hast du irgendeine andere Idee? Ich habe keine Wahl. Wir müssen uns verlassen auf die Öffentlichkeit, denn das Gericht der öffentlichen Meinung ist sehr, sehr wichtig. Und es gab Fälle in US Supreme Court, in dem es gesagt wurde, dass die öffentliche Meinung wichtig ist. Und deswegen sind wir hier und deswegen reden wir mit euch allen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen durch das legale System hindurchgehen. Wir müssen es verwenden und das werden wir tun. Viel Glück. Vielleicht habt ihr noch was anderes, was ihr dazu sagen wollt. Ich möchte euch danken für eure Zeit. Dies war wirklich eine große Ehre. Vielen Dank. Ich denke, es ist jetzt euch zu danken. Ihr seid großartig. Danke für Ihre Arbeit für Chelsea. Und ich denke, es ist okay, wenn wir sagen, all the energy and all the love all die Energie und alle Liebe für Chelsea. All the energy
Absolut. Alle Energie und alle Liebe für Chelsea. Danke. Ja, ja, das war...